things going low, looking bad, like a bat with an eye patch. All black through the woods with a backpack and a lit match. Spark one time, get the whole city looking like a dark set of orange when I burn it down. What it is. Am 7.12. findet zum ersten Mal die KTS Fight Night in Hameln im alten Hallenbad statt. Und ich bin schon mal vor Ort in Bad Münder heute am Start und darf euch einige Boxer vorstellen. Viel Spaß! Ich denke, wir haben richtig Qualität und wirklich sehr, sehr gute Boxer. Und dem Publikum was zu zeigen, dass Hameln immer wieder danach schreit, bitte mach nächstes Jahr wieder so eine Veranstaltung. Mittelpunkt ist Omar Siala, ein Hamelner, der wirklich schon nach langer Zeit einen Titel boxen würde, der auf sehr, sehr gutem Weg Richtung Europaspitze ist. Wenn er jetzt diesen Kampf gewinnen würde, wovon wir alle hoffen und ausgehen, dann ist er auf jeden Fall ein Weg Mitte nächstes Jahr Richtung Europameisterschaft. Eine der größten Verbände, WBO, WBA, WBC, IBF, das sind ja die vier größten Verbände und einer von denen wird es auf jeden Fall sein. Den Zuschauer erwartet richtiges Boxen auf hohem Niveau, wo sich auch auf der Veranstaltung wirklich alles nur ums Boxen dreht und nicht um drumherum. Es werden auf jeden Fall spannende Kämpfe erwartet und lasst euch einfach überraschen. Der Fightcatch sieht so aus, dass wirklich jeder Kampf spannend wird. Angefangen mit unserem Showkampf, sagen wir auch, unserer Maurer, der auch einen Showkampf machen würde, der auch sehr interessant sein würde. Er will uns auch zeigen, ich bin nicht nur Maurer, ich bin auch sehr guter Boxer, versucht schon seit 3 Jahren mir zu zeigen, hey, bitte, bitte Chef, zeig mir, gib mir eine Chance, dass ich auch als Boxer zeigen kann, wie ich den Gegner wie die Steine so mal zerbrechen kann. Hallo liebe Zuschauer, ich komme aus Moldawien, mein Name ist Denis, ich arbeite bei der Regio, bei der Baufirma als Maurer. Ich zeige euch, dass ich nicht nur als Maurer gut bin, sondern auch als guter Boxer. Ich bedanke mich bei Kitty Box Promotion für die Einladung, dass ich in Hameln kämpfen darf am 7. Dezember. Mit Junior Jackson aus Brasilien erwarte ich einen erfahrenen Gegner, der mir alles abverlangen wird. Ebenfalls erwarte ich eine volle Halle. Es wird eine tolle Veranstaltung. Es werden insgesamt 10 weitere Kämpfe stattfinden. Ich freue mich sehr auf den Abend. Ich habe einen sehr starken Gegner und der geht sehr schwer K.O. Also ich erwarte große Unterstützung in Hameln und freue mich viel für diesen Kampf. Ich freue mich riesig auf das Mega-Event. Ich erwarte einen starken Gegner, ein lautstarkes Publikum. Und viele zahlreiche Unterstützer aus Bielefeld, auf die ich zähle. Ich erwarte, dass ich gewinne am Samstag. Meine Gegner ist echt sehr stark. Ich habe vor 3 Monaten gekämpft gegen sie und sie wollte unbedingt eine Revanche mit mir. Ich hoffe, alle Beste am Samstag und mal, dass ich gewinne. Ja, auf eine volle Hütte, eine schöne Halle, gute Atmosphäre. Spannende Kämpfe und ja, dass wir alle siegreich aus dem Ring steigen. Ich denke mal, da werden eine Menge dabei sein, weil Hannover ist nicht weit weg. Es ist eine halbe Stunde Autofahrt und ja, ich denke mal, da kommen auf jeden Fall ein paar Leute nach Hameln, um mich zu unterstützen und natürlich auch meine Teamkollegen. Egal, wen ich benenne, das sind alles, sagen wir mal, Europa, ab Europa Richtung Weltklasse. Also einer besser wie der andere. Wir werden euch nicht enttäuschen, liebe Zuschauer. Leute, ihr wisst Bescheid, euch erwarten spannende Kämpfe. Wir sehen uns am 7.12. im alten Hallenbad in Hameln.